aushaltbar, weil ich meinen Beruf, ich liebe meinen Beruf. Ich gehe dahin, wo sonst niemand, ja, ihr Spießer, ihr nach Feierabend euch ins Sofa zurücklehner. Wenn du wüsstest, du Spießer, wenn du mit deinem, für heute sind sie zu spät, wüsstest, dass ich, bevor ich in deinen blöden Laden gehetzt bin, ein Kind aus der absoluten Hölle, ein Kind, das vor Angst und Schmerz außer sich gerät, sobald man es anfasst. Aber das sage ich natürlich nicht. Das sind meine ganz persönlichen Messias-Festspiele, sind das. Meine ganz persönlichen Messias-Festspiele. Und die feiere ich ganz alleine. Hier habe ich wieder wunderschöne Prospekte, gerade auch von Spanien. Da gibt es so Finkers in völlig menschenleeren Gegenden. Oh, ich hatte mir schon eine ausgesucht. Eine menschenleere Gegend. Mit Pool. Aber dann kamen die Geschwister aus der Postelallee. Immer noch hin und keine Kindeswohlgefährdung liegt nicht vor. Die Kinder hatten leuchtende Augen, das habe ich überprüft. Da habe ich dann vermerkt, dass wir da waren. Wir waren da. Aber wenn jetzt... Mit Verlaub, Annika, ich weiß das zu würdigen. Aber du musst auch, wenn du erst mal 20 Jahre Erfahrung hast, da fängst du als alter Hase erst gar nicht an wegen jeder Maus. Du musst deinen Blick auf die Menschen richten, nicht auf die Mäuse. Sonnenblümchen, Kobolde, kleine Kobolde, noch kleinere Kobolde, winzige Kobolde. Achtung, Kobolde, bitte nicht drauftreten. Bunte Söckchen, Fliegenpilz, Stoppelhopser, Kleckerburg, Menschenskinder, bunte Stifte. Was bedeutet das für den Zustand einer Gesellschaft, die ihre Kinder täglich zu Städten wie Luftikus oder Frechtags e.V. Hinzu kommt erschwerend das Wort Laden. Kinderladen, Brausepulverladen, Trompetenladen, Mäuserhaus, Trotz und Träume, Krötenfuhl, Nervensägen, Krümelmonster, Bittiplatsch, bunte Mischung, Hasenbau. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie erniedrigend und oder alarmierend. Aber ich hab ja auch keine. Kleiner Horrorladen. Alles Banane, Räuberhöhle, Biberzahn, Dauerpower, Siebenschläfer, wilde Patzen, Lausegang zur Sorgenpause, Affentanz, langer Rüssel, Spatzentümpel, Zappergeck, Kritzelknüpse, Rotzfahne, Schokoschnute oder einfach nur Bande. Mein ganz persönlicher Favorit ist und bleibt Kinderschuppen. Wir stellen uns eine schöne Landschaft vor, in der wir uns gern aufhalten. Und durch diese schöne Landschaft fließt ein ruhiger Fluss. Und über diesen ruhigen Fluss geht eine schöne Brücke. Und wir gehen hin und wieder zurück. Über diese Brücke hin und wieder zurück. Über diese Brücke und hin und wieder zurück. Und wir sind stabil. Und die Landschaft ist stabil. Das könnte fast eine Kantate von Bach sein. Lass mich in Ruhe, Welt. Oder habe ich meine Sensoren? Oh, wenn dieser Mann noch leben würde. Ich würde ihm Stadtepeder eine Aufforderung schicken und Sozialarbeitern eine eigene O-Kantate zu schreiben. Eine eigene O-Hymne. Eine eigene O, lass mich in Ruhe, Welt. Ich bin nicht da. Ich wünschte, ich hätte das Essen gesehen. Ich wünschte, ich wäre nie da gewesen. Ich kann doch nicht bei allen Leuten die Tür aufbrechen lassen. Das macht man doch nicht. Ich kann doch nicht einfach so bei allen Leuten die Tür aufbrechen lassen. Und hinterher gibt's immer nur Ärger wegen der Rechnung. Oh! Mehrfach mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Oh! Hochgerissen, oh du mieser kleiner Schreihals. Oh, hochgerissen und geschüttelt. Oh, schütteln, oh, werfen, oh, schleudern. Oh, gegen die Wand. Oh, erbrechen. Oh, stehen im eigenen Erbrochenen. Oh, stundenlang stehen. Oh, stehen so lange, bis das Erbrochene aufgegessen ist. Selbst Erbrochenes muss vom Erbrecher selbst aufgegessen werden. Oh, Regel, oh, Arbeit, oh, Ärger. Oh, wie soll man hier in Ruhe? Oh, wie soll man hier in Ruhe mal bloß kurz in Ruhe seine Zigarette rauchen? Oh, brennende Zigarette. Oh, lass mich doch einmal für ein paar Minuten in Ruhe meine Zigarette. Oh, brennen, oh, stinken, oh, würgen. Oh, du Betretener, steh auf. Oh, du wirst hier so lange stehen, bis, warte, ich denke. Ey, kann mal einer hier sagen, ey, die Tür? Ey, wer ist denn hier der so genannte Berechtigte, der sich hier das Recht rauszunehmen, ihr denkt, ihr habt haben zu können, hier, als, ey, sag mal, ey, Kika, ey, alles kaputt, ey, Kika, ey, sag mal, ey, Sozialarbeiterin, was bildest du dir eigentlich, ey, die Tür, ich hab nichts gemacht, ey, ich bin sowieso schon total, ey, alles kaputt, ey, Sozialarbeiterin, ey, sag mal, ey, Hans, ey, die Feuerwehr, ey, geht's doch, ich gehe. Geh raus aus dem Zimmer, in das Treppenhaus, auf die Straße, ins Büro. Ich brauche frische Luft.
Kugel, als ich auf dem Asphalt aufschlage. Endlich.